So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Fallout 4. Und jetzt ganz kurz mit Cheats, weil ich sonst hier einfach nicht gebacken kriege, weil ich einfach keine Munition habe und einfach gar nichts habe. Also gar nichts. Deswegen habe ich mal minimal den Gun-Bonus angeschaltet. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber das ist gerade echt frustrierend so ein bisschen. Deswegen muss ich das leider Gottes gerade mal ein bisschen nutzen. Ne, hier guckt einiges rum, ne? Ja, die Minutemen. Wupp, wupp. Da oben ist noch was. Okay. Da oben ist auch noch was. So viele Eggs. Kann ich nicht. Was zum Teufel war das? Ich weiß es nicht. Königin töten. Wo ist denn die Bitch? War's das? Wir haben Gesellschaft. Sie ist Staub. Oh Gott! Ich glaube, die ist vom Level her einfach viel zu hoch für mich, ey. Mach die mal tot hier, Freunde. Ich komme hier nicht so weit. Du Bitch! Gib dir sauberes Rotz mal ab. Wie soll ich das wieder in Tod kommen? Ist das lustig? Ehrlich jetzt. Da ist was. Also, da liegt eine Waffe, geh mal weg. Schieb mal deinen Pops weg. Ich hab hier eine Waffe gesehen. Ich gebe mir nicht auf Keks hier keinen Kack. Ich werde jetzt mit Granaten vollknallen. Weil das echt gerade. What the fuck is? Minigun, gib mal Minigun. Ich kann nicht schießen. Er stickt dran. An meinen nicht enden wollenden Granaten. Ja! Ja, haha. Konzentrieren wir uns vorerst darauf, die Funkanlage zu reparieren. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyerlurks und Eier, die ihr findet. Klingt nach einem Plan. So, ich guck mir mal den Spaß hier an. Sobald ich das einschalte, sehen, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Was muss ich denn herstellen? Brauchen wir Strom? Wenn der Sender da drüben Strom hätte, Strom. Könnten wir innerhalb des gesamten Commonwealth senden. Strom. Ich wusste doch, dass wir definitiv Strom brauchen. So, dann packen wir mal hier so einen süßen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Niemand wird uns glauben, dass wir dieses Ding wirklich getötet haben. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, ja, ich brauche. Wie war denn das mit dem Kabel zum Generator? Komm mal mit.
Baue etwas, das Energie benötigt. Nein. Jetzt habe ich diese riesigen Kadaver da hinten, oder was? So. Wie war das nochmal mit dem Kabel? Ich wünschte, mehr Leute könnten das sehen. Würde sie daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Hier ist das Kabel, oh Gott. Ja, weg. So, jetzt haben wir's. Oder wir haben es jetzt. Ja. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Na, wo schalte ich es denn an? Hier. Als ich gesehen habe, wie dieses Ding aus dem Wasser kam, dachte ich, wir wären alle erledigt. On. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Es ist doch an. Die will mich gerade veräppeln. Das ist jetzt schon wieder kaputt. Da oben sind schon wieder Viecher. Ding hat doch Strom. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, 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 das sagtest du bereits. Du hast doch Strom. Hä? Warte mal. Ich muss mir das hier oben mal angucken. Hier sind noch voll die Eier, hier passt sie gar nicht auf. Oh Gott, Eier. Hast du das? Hab sie gefunden? Ich wusste es. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Es ist doch an! Hör auf, Tito. Habe ich zu wenig Energie oder was? Ach so, daran liegt's, ja? Daran liegt es hier. Wir bauen halt einen Großgenerator hin. Ihr seht das nicht, was da gerade war. Ja, weg. Weg. Oh Gott. Wie viel Strom braucht ihr noch, Alter? Pack ich halt noch einen zweiten hier hin, ist mir auch egal.
Ihr wollt mich gerade echt verarschen, oder? Ich mache hier gerade nur Scheiß. Das funktioniert doch. Scheint funktionsfähig zu sein. Scheint funktionsfähig zu sein. Hat bestimmt ziemlich viel Strom gebraucht. Zwei dicke Generatoren. Sind voll durch. Hallo. Wow. Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergabging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen. Warte, da sind sie ja. Kann ich was für dich tun? Wie geht's dir so? Fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Nein, nichts. Kein Problem. Alles super, tut sie gerade. Entschuldigung. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Weiß ich noch nicht. Also mal gucken, was jetzt abgeht. So, Schutz klingt super gut. Radio Freedom. Radio Freedom. Sicher ist sicher und so. Ja, ich cheate gerade, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nicht cheaten. Aber es ist, wie es ist. So, disabled. Habt ihr gesehen? Wasser brauchen sie. Ehrlich, Wasser. Hm. Na gut, weil dann würde ich nämlich jetzt erstmal wieder zurückgehen, woanders hingehen. Down City. Da war ich immer noch nicht. Ahaha. Wir gehen mal kurz ganz zurück. Ganz. Oh, was ist das denn? Eine dicke Fliege, sehr detaillierte Fliege sogar. Oh Gott. Ich brauche einfach Munition. Das nervt mich gerade, dass ich keine Ahnung, auf wie ich an Munition kommen soll. Oh Gott. Das stört mich doch geringfügig. Aber gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, irgendwas herzustellen, dass ich mir Munition herstellen kann. Weißt du, dann wäre ich ja, schon super zufrieden. Dann würde es mir ja schon wunderbar herrschen gehen. Oh. Wir haben ja auch gar keine Energie, ne? So generatormäßig. Habe ich nicht genug Zahnräder? Ach, klasse. Na gut, egal. Was steht denn jetzt hier eigentlich noch so an? Gar nichts. Oh, es gibt mehr Munition. Barone des Commonwealth. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das... Okay. Wir gucken mal kurz, wie es hier aussieht. Also hier haben wir 5 Leute, ne? Hier haben wir Gorkin. Hier haben wir 2 Leute. Das sind auch 2 Leute. 50%. Mal gucken. 2 Leute sind da auch.
weil ich hätte halt wirklich gerne mal irgendwie die Möglichkeit, was herzustellen. Let's play Doktor. Ihr seid ja ferkelig. Ferkels. Aber schön, schön gezeichnet, definitiv. Besonders dieser Roboter noch diese Füßlinge anhat. Hör auf. Was gibt's denn auf der Rückseite? Gar nichts, ne? Nun gut. Ja, Munition wäre voll geil. Das wäre super gut. Aber das Glück scheint mir nicht gesonnen zu sein. Was ist hier jetzt los? Hör mal auf. Howdy, General. Howdy. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ja, eben so Sachen wie Pistolen. Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Ja, ich hoffe auch, dass mir einiges hilft, du Freund. Oh Gott. Wieso ist hier Radioaktivität drin? Ne? Schlafen, ja. Klingt gut, schlafen klingt gut. Hier könnte ich mal Strom anschließen, ja? Hier Strom anzuschließen wäre schon mal nicht schlecht. Da war die Werkstatt, genau. So. Guten Morgen, Commonwealth. Hier ist Radio Freedom, die Stimme der Minute. Im Moment liegen keine Meldungen vor. Wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt hier Licht. Guck an. Cool. Wer ist denn er? Er stinkert hier so vor sich hin. Na gut. Es hat sich schon erledigt. Danke. Na, dass wir hier überall Licht haben. Ich brauche Wasser und Essen. Läden, Rüstung, Verkäufer, Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik. Waffen? Habe ich genug Kronengold für? Schön. Schöne Kacke. Na gut, okay. Gibt's hier eigentlich sowas wie Journal? Oh Gott, was habe ich getan? Ja. Aufgaben. Gehe der Funknachricht nach, untersuche die Wasseraufbereitung und Feuerunterstützung. Ich spreche mit den Siedlern bei County Crossing. Was machen wir das machen? Wo ist denn das? Ah, das ist ja. Achso, da war ich noch nicht. Na klasse. Komme ich da irgendwie ohne Probleme hin? Warte mal. Ich nehme mal den Preston mit. Wo ist denn der? Preston! Ich sehe den Jungen gerade nicht. Ich glaube, wir packen uns mal kurz. Was ist denn das hier? First Aid. Geh mal her mit dem Scheiß. Ich werde mich mal kurz ins Bett hier packen, denke ich. Wenn ich das Bett finde. Ich hatte es doch eben hier. Ich schlafe auch ein paar Stündchen in der Hoffnung, dass bis dahin das Wetter besser geworden ist. Sonnenschein. Wunderschön. Wo ist denn der Preston? Hat jemand Preston gesehen?
Halt, stopp. Vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit mit... Wo sind die? Die sind ja noch weiter oben. Ach du Kacke. Wir versuchen es einfach mal. Ich meine, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, ne? Ich habe einfach keine Munition. Ich habe einfach keine Munition. So ein Käse. Da muss ich hin. Ich hätte den Preston gerne bei mir. Wo ist... Wo guckt denn der Junge rum? Theoretisch muss der doch dort rumrennen. Wenn ich muss Wuffi mitnehmen. Irgendwie will ich mitnehmen. Jemand, der helfen kann. Im Notfall, ja. Wenn ich da schon fast aufs Geh. Ist das schon nicht schlecht, jemanden dabei zu haben, der irgendwie mal helfen kann. Und wenn die nicht gerade die Schlausen sind, die NPCs. Wir haben die verschiedenste Hunde von bissigen Wildkötern bis aufgerichtet. Genau, super. Da erfreue ich mich doch. Nee. Alter Preston. Ja? Gar nichts. Ich versuche nur rauszufinden, wo der Preston rumgurkt. Der ist nämlich schon wieder unauffindbar. Mein Wuff ist aber auch nicht da. Ist nicht so leicht hier. Preston? Entschuldigung. Preston, ich brauch dich. Kannst hier nicht den ganzen Tag schlafen. Komm jetzt. Na komm. Beweg dich. Oder. Kann ich was für dich tun? Ja, bitte. Ich möchte, dass du mir mitkommst. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Alles klar. Ich habe eine Menge Sohlen durchgelaufen, seit ich bei den Minutemen bin. Wunderschön. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier hin und laufen dann rüber. Würde ich empfehlen. So wie ich es eigentlich geplant hatte, aber Preston war ja nicht dabei und dann muss ich den jetzt einpflücken. Dann wird er hinkommen. Der gute Preston. Man kann den Namen so verhunzen, das ist schrecklich, oder? Das ist wirklich schrecklich. Darf es niemand erzählen. So. Hier waren wir schon mal, wir müssen nach da. Preston. Preston ist da. Preston hat einen Flammenwerfer, das finde ich klasse. Ich laufe aber schon zum richtigen, ne? Ja, okay. Ich bin doch so neugierig. Ich hoffe einfach, dass mich nicht wieder irgendwas erschreckt tut. Das wäre geringfügig unschön. Sind hier Leute?